Hallo Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Chris und heute stellen wir euch nochmal vor den Smart Meter aus dem Hause Enker für die Solarbank 2 Pro. Das werden wir heute einmal für euch installieren, weil so viele Fragen kamen. Deshalb habe ich ihn heute mit. Jan, du darfst ihn heute mal installieren. Viel Spaß damit. Ihr wollt sehen, wie wir das aufbauen? Kommt mit, ich zeige es euch. Aber falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir stehen hier in meinem HWR und dieses Smart Meter, was uns Enker freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, werden wir hier heute in meinem Stromkasten installieren. Ganz wichtig, im Stromkasten zu arbeiten ist nur was für Fachpersonal und sollte nicht von Laien durchgeführt werden. Also wenn ihr Hilfe braucht, holt euch die Hilfe, denn das kann echt gefährlich werden. Hier haben wir alles. Das ist das Smart Meter. Das sind die Messklemmen. Und dieses Gerät werden wir jetzt hier bei mir einbauen. Bevor es hier jetzt weitergeht, ist ganz wichtig zu beachten, immer alles stromlos machen. Das mache ich tatsächlich hier oben. Achtung! Alles aus. Falls ihr euch wundert, warum das Licht noch leuchtet, wir haben tatsächlich so eine mobile Powerstation extra für unsere Softbox. Schauen wir mal. Wir müssen hier überall einmal ran. Die Schrauben gehen alle mit einer halben Umdrehung immer auf. Und kommen dann schon förmlich entgegen. Ganz wichtig, alles was verblombt ist, sollte auch verblombt bleiben. Hier sind die Unterverteilungen. Hier kommen L1, L2, L3 alle ran. Hier trifft die Phase mein Stromzähler und genau hier, wo tatsächlich schon Klemmen dran sind, weil ich hier auch parallel ein Celli im Betrieb habe, müssen die Klemmen vom Smart Meter der Enker Solix Powerbank 2 ran. Hier haben wir das Smart Meter, das kommt auf die Hutschiene und wird direkt verdrahtet. Also wir haben hier L1, L2, L3, N und einen RJ45 Stecker für die Abgreifklemmen. Das heißt, wir müssen tatsächlich das komplett anschließen auf alle drei Phasen und mit den Klemmen an die Hauptleitung gehen, damit wir den Verbrauch direkt mit dem Gerät messen können. So, das setze ich hier hin. Direkt daneben. Ich lasse mir mal erst ein bisschen Platz, damit ich da rankomme. Das Smart Meter haben wir positioniert. Hier habe ich schon ein anderes Smart Meter von Celli. Ich würde das gerne direkt daneben setzen. Von daher nehme ich hier diese Schiene, setze das nebeneinander und greife mir jetzt L1, L2 und L3 an den einzelnen Automaten ab. So, wie schon gesagt, die sind durchkontaktiert mit 1, 2, 3. Und in der Reihenfolge holen wir uns jetzt auch einfach die Phase an das Smart Meter. Wir brauchen, um das anzuschließen, drei Leitungen. Die habe ich mir jetzt gebastelt. Die mache ich jetzt einmal kurz hier auf Länge. Ups, runtergefallen. Und mit diesen greife ich gleich die Leistung ab. Abisolierzange kann ich nur empfehlen. So. Ganz wichtig bei den Automaten, grundsätzlich sind die immer oben einmal belegt. Das heißt, das ist dieses Kabel, was in den Raum führt, das abgesichert ist. Wenn man dann noch ein weiteres zustecken möchte, muss man immer darauf achten, dass man immer den gleichen Querschnitt nimmt. In meinem Fall ist es 1,5 Quadrat, damit die Klemmen in der Sicherung in dem Automaten sauber halten und alles fest ist. So, ich fange jetzt an, direkt hier am Smart Meter zu verdrahten. Den drehe ich hier überall auf. So. Eins. Zwei.
So, L1, L2, L3 sind dran. Jetzt fehlt noch einmal der N. Und dann können wir den schon installieren. Ganz wichtig, wenn der Draht zu weit abisoliert ist und unten blank rausguckt, mache ich mir den immer ein bisschen kürzer. Damit die Isolierung bis an die Buchse rangeht und da kein blanker Draht rausschaut. So, hier ist jetzt soweit alles dran. Und der kommt jetzt an seinen Bestimmungsplatz. So. Da ist er. Jetzt kann ich mit den einzelnen Drähten direkt zum Sicherungsautomaten. Kürze ihn noch ein bisschen. So. Fang jetzt an mit L1 und nimm hier die Phase aus dieser Sicherung. So, wichtig, schön von oben rein. Weit genug aufdrehen, zudrehen und gucken, ob auch alles noch fest ist. So, das hier haben wir L1, dann mache ich das gleiche nochmal mit L2. Und wieder festdrehen. So, der letzte. Hier wieder kürzen, abisolieren. Oh, der ist mir noch ein bisschen zu lang. Also nochmal. Sicherung aufdrehen. Und damit rein. So. Jetzt habe ich ja, wie gerade eben schon gesagt, immer mit L1 angefangen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und so haben wir jetzt hier 1 an 1, 2 an 2, 3 an 3. So, jetzt fehlt noch für die Verkabelung der N-Leiter. Also in meinem Fall habe ich hier die N-Klemme komplett belegt. Von daher ist da kein Platz mehr dran. Aber ich kann hier beim Celli noch rangehen. Wenn man jetzt hier keinen mehr hat und noch kein Celli drin ist oder generell irgendein Punkt für N fehlt, hat man natürlich die Möglichkeit, eine weitere Klemme anzuschließen und direkt hier an den Hauptpunkt zu gehen und die dort anzuklemmen. Brauche ich jetzt aber nicht, weil ich hier einfach direkt mit rangehe. Da hole ich mir jetzt den N weg, klemme den damit an. Und habe den Smart Meter an sich jetzt an allen Punkten verdrahtet. So, hier haben wir die Messklemmen. Die sind auch beschriftet mit L1, L2, L3. Und so sollten die natürlich auch angeschlossen werden, damit der genau das richtig messen und berechnen kann. Während ich hier alles auffummel,
könnt ihr ja schon mal ein Like da lassen. So, da ist es. Hier sind die Messzangen, sage ich mal. Diese kann man öffnen und um die Hauptleitung legen, damit sie misst. Ganz wichtig, diese Messwandler haben eine Flussrichtung, die eingehalten werden muss. Wenn die nicht eingehalten wird, kann das Gerät auch nicht messen. Und wir kriegen eine Fehlermeldung. So, in dem Fall ist es so, dass wir den Wandler einbauen müssen mit dem Kabel vom Haus zum Netz. Dann müsste alles laufen. So, vom Haus zum Netz heißt bei mir von der Verteilung zum Zähler. So. Nummer 1. Klack. Nummer 2. Auch da ist die Reihenfolge wieder wie bei dem Automaten. L1, L2, L3. So, vom Haus zum Netz. Nummer 3. Wenn ihr nicht wisst, wo L1, L2 oder L3 ist oder in welcher Reihenfolge das ist, könnt ihr einfach einen Duspol nehmen und eine Durchgangsprüfung machen. Und einfach alle durchgehen. Und somit weiß man genau, welcher Anschluss zu welchem Automaten gehört. Und dann könnt ihr problemlos die Klemmen zusetzen und die messen richtig. Jetzt haben wir hier die Messzangen alle positioniert an den einzelnen Phasen. Und jetzt müssen wir mit diesem Stecker in Smart Meter kommen. Das dürfte hier bei mir, glaube ich, kein Problem sein. Kann es mir schnappen mit der Zange. Klick. So, jetzt haben wir die Messzangen dran. Die Phasen sind dran. N ist dran. Diese Schnittstelle ist dran. Und eigentlich könnten wir loslegen. Da wir hier uns in einem Kasten befinden, der gut abschirmt, hat Enka tatsächlich eine externe Antenne beigelegt. Diese kann man hier anschließen und nach außen legen. Brauchen wir in meinem Fall aber nicht, weil ich hier direkt WLAN anliegen habe. So. Smart Meter ist dran. Wollen wir mal gucken, ob alles funktioniert. Das Smart Meter ist schon fleißig am Blinken, wie ihr seht. Das ist die Bluetooth-Lampe. Blink, blink, blink. Das heißt, wir können jetzt unser Handy nehmen, Bluetooth verbinden und unsere WLAN-Daten des Routers über die App hier reinspeichern, damit dieses Gerät dauerhaft über Bluetooth mit unserer Solarbank kommuniziert. Das, was der hier misst, über die drei Punkte, überträgt er in Echtzeit zur Solarbank und die Solarbank weiß zu jeder Zeit, okay, das Haus braucht Strom, ich muss einspeisen. Und nur so viel, wie das Haus auch braucht. Funktioniert super. Also, wir haben alles installiert. Ich bin happy. Ich hoffe, ihr seid happy. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Eindrücke mitnehmen und wisst jetzt ungefähr, wie das funktioniert. Aber wichtig gesagt, wenn euch das zu heiß ist, lasst es machen, denn da sollte wirklich nur Fachpersonal ran. Ein Elektriker braucht 20 Minuten, ruft ihn an, lasst ihn kommen, dann habt ihr es ruckzuck erledigt. Und seid auf der sicheren Seite. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dabei. Über einen Kommentar würden wir uns freuen. Bis dahin.